Sehr gut. Ich will einmal nur oben hören. Hamburg, seid ihr ready da oben? Ja! Hamburg, seid ihr ready hier unten? Ja! Und jetzt alle zusammen, habt ihr Bock auf das nächste Match, das Highlight des heutigen Abends, dann macht mal richtig Lärm! Sie stehen beide schon auf der Bühne. Du vielleicht gerne noch ein kleines Stück näher. Ich stelle ihn auch als erstes vor in diesem Match. Was soll ich euch sagen? Langen, langen Weg gegangen im Battle Rap. So viele Sachen dafür getan, das Ding vorangetrieben. Auge gemacht, Freestyle mitgemacht, A Cappellas gemacht, most viewed, most paid. Trotzdem immer noch am Start, supportet das ganze Ding, guckt sich alle Battles an, bewertet das. Letztens in Berlin auf der Bühne, uns hat ein MC gefehlt, spontan eingesprungen. Dieser Mann liebt Battle Rap und opfert seine Zeit dafür und steht heute hier und ist bereit, das Grünspann zum Beben zu bringen. Macht mal Lärm für Cine! Auf der linken Seite auch ein Mann, der so viel für Battle Rap getan hat, der sich hochkämpfen musste. Was haben Sie ihn nicht früher geschimpft? Rapper Mittwoch Menderes, bis nach oben gegangen, Freestyle-Schule durchgegangen, durch Cyphers, Freestyles, A Cappellas gebettet, bis zum Ding, dass er sich sogar den Gürtel erkämpft hat. Er ist ein unfassbarer straighter MC, der direkt in die Fresse rappt, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der einfach seinen Gegner zerstören will und ein weiteres Puzzleteil zu seiner bis jetzt schon unglaublichen Legacy hinzufügen möchte. Hamburg, macht den Lärm eures Lebens für Jarambo! Haben wir gerade geklärt, dass Jarambo dieses Ding beginnen wird. Ich halte ab jetzt die Fresse. Hamburg, Grünspan, genießt diesen Abend. Erste Runde Jarambo, seid mal jetzt alle ruhig. Herzlich willkommen zu Top Tier Takeover Main Match. Heute ist Cynics Comeback. Mein Name ist Jarambo, aka Copkiller, aka Mister, ich fick deine, ach, ihr kennt doch den Rest. Ey, mit dir hat mein Weg in die ganze Kacke hier angefangen. Damals nanntest du dich Mister Respektlos, heute bist du ein gemachter Mann. 3K für ein Battle und mehr Follower als Anne Frank, läuft bei dir. Aber fangen wir nochmal von Anfang an. Denn damals, 2014, meintest du im Freestyle, dass meine Mom auf Afro-Schwänze steht und ich dachte mir, was eine Aussage. Aber real talk, wir haben beide eine weiße Mutter und welche von beiden auf Afro-Schwänze steht, erkennt man doch schon an der Hautfarbe, oder? Ich meine, weiße Mutter, weißer Sohn. Weiße Mutter, schwarzer Sohn. Ey, aber Gott, warst du als BB Sweet. Aber wenn du deine Mom gefragt hast, wie dein Dad aussieht, meinte sie nur Google BBC. Denn egal ob... somalischer Pirat oder der letzte äthiopische Mongo, deine Mutter wurde in Burkina Faso gegangbankt und man hört ihre Schreie bis in den Kongo. Zuletzt kam dann der Mann aus Sierra Leone und für den reichte kein Päckchen Kondome, denn dafür war sein Penis zu groß. Der hat abgespritzt und das Gummi flog in die Luft wie ein fertiges Toast. Ich will sagen, deine Mutter wurde in ganz Afrika wie eine Schlampe gebumst. Man, die ist nicht die Statue aus der Kammer des Schreckens, doch die hatte schon die größte Schlange im Mund. Ey, die wird schamlos entehrt. Sie ist zwischen den Beinen, behaart wie ein Bär. Mann, ich hab die so oft gefingert, die kann inzwischen mit ihrer Scheide mein Smartphone entsperren. Ja, erstmal ein paar Mutterlines, du Kakerlake. Ich würde deine Mom auch lecken, denn ich wette, die schmeckt nach Marmelade. Aber ihre Fotze sieht so ekelhaft aus, Mann. Die hat an den scharfen Lippen eine Hasenscharte. Also lade ich sie lieber ein auf ein Goldsteak, fiste sie und mache in ihrer Gebärmutter die Pose von Salt Bay. Und glaub mir, wenn ich ihr nach dem Kampfshot ins Gesicht furze, riecht sie den Cheeseburger mit Gurke. Ey, ich brauch beim Sexfleisch Peniskondome. Mein Sperma schmeckt laut Aussage deiner Mutter nach Eistee-Zitrone. Sie bläst und ich spritz ab wie eine Heißklebepistole. Ich erklär dir später noch, was das ist. Ey, Cynic hat mich... Ey, Cynic hat mich mal erwischt, da hab ich seine Mom gerade in den Arsch gefickt. Er kommt rein und fragt,
Sag mal, bist du behindert? Aber die hat so laut gestöhnt, da meinte ich nur, was? Hör mal, ich verstehe die Frage nicht. Ey, die Schlampe zu vögeln ist wie einen alten Gaul zu reiten. Ich wollte der gerade ins Gesicht spritzen, da fragt sie mich schon wieder. Und ich sag, Cynic, erstens, wenn ich komme, wird das Maul gehalten. Ey, du hast mal über mich in einem Stream gesagt, ich hätte viel mehr Reichweite. Hätte ich nicht so asoziale Texte? Ey, ich sitze da und dachte mir so, ja, ja, hätte, hätte, Sklavenkette. Digga. Also was für Mr. Respektlos. Man, jeder weiß, auf dem Gebiet bin ich der Beste auf der Welt. Man, wenn deine Familie Reise nach Jerusalem spielt, sieht das aus wie ein Kettenkarussell. Digga. Ich hab einen langen Schwanz wie ein Krokodil. Deine Mutter arbeitet auf der Reeperbahn im Wohnmobil. Du warst nur im Knast bei Monopoly. Von vorne siehst du aus wie ein verbrannter Brokkoli. Guck mal, ich bin dein größter Albtraum wie Morpheus. Du kriegst mehr Gage? Dann lass mal später noch einen trinken auf deinen Nacken. George Floyd. Mann, ihr seht. Ich hab mehr Punchlines, mehr Power und mehr Penislänge. Denn Cynic ist so respektlos wie eine TKKG-Kassette. Mann, ich reiß dir deine Kopfhaut ab und schlaf unter deiner Schädeldecke. Sag mal, Samu, sind das Fliegen an deinem Auge oder Tränensäcke? Ey, der Einzige, der dich jemals respektlos fand, warst du selber, du Alligatorgesicht. Mann, hier steht der wahre Mr. Respektlos. Mann, ich mein, wegen mir wurden Lines zensiert und Veranstalter fragten sich zum ersten Mal, was Battle Rap darf und was nicht. Ich hab einen Schaden, Junge. Du willst Infos über mich, aber findest nur Pimmelbilder. Ich finger deine Freunde... Du willst Infos über mich, aber findest nur Pimmelbilder. Ich finger deine Freundin und erklär dir dann die Definition vom Stinkefinger. Riech mal, ey, ich fing an zu betteln in meinem vom Weed vernebelten Kinderzimmer. Also bevor du fragst, Cynic, ja, ich bin behindert. Time. Ja, kann man mich verstehen? Okay, gut. Also, es geht auch wirklich sofort los, aber ich habe noch mal ganz kurz ein paar Fragen zu seinen Texten. Wäre deine Mutter ein Aufstrich, dann wäre sie Nutella. Wäre deine Mutter ein Fluss, dann wäre sie der Mississippi. Ja? Okay. Wird noch schlimmer. Du bist wie Milch. Du hast Homogene. Einer kommt noch, der ist... Ich bin für meine Fans da wie Glasreiniger. Alex, was ist denn das für eine Scheiße? Und was sind das für schlechte Vergleiche? Aber das sind alles Sachen, die hast du in deinen Battles wirklich gesagt. Sag mal, bist du behindert? Ob du behindert bist, hab ich gefragt. Ey, der wollte heute kein Analyse-Battle. Der will nur stumpfe Beleidigung. Und oft dafür bekommt er hier Applaus. Ich glaube, das Opfer hier ist drauf. Ich kann doch viel mehr als das und könnte lyrisch den Mongo hier verhauen. Mich hier versuchen einzuschränken und mir versuchen Grenzen zu setzen, ist wie Sex mit seiner fettfotzigen Frau. So leicht kommt der da nicht raus. Hab ich dich bei Rap am Mittwoch misshandelt, Alter. Crazy, Alter. Zweimal. Richtig. Nur drauf. Gemacht habe ich dich. Zur Sau. Jeffrey Dahmer und Josef Fritzl haben die Battles geguckt und meinten, Cynic, hör auf. Ey, und nach den zwei Vergewaltigungen war der komplett zertrümmert. Und das geht an jede Person, die wirklich im wahren Leben vergewaltigt wurde, in einer Toilette, auf einer Gasse oder in einer Zelle oder in einem Zimmer. Reißt euch zusammen. Das, was der durchgemacht hat, ist schlimmer. Ja, denn nach diesem Debakel
kam der hier nach Hamburg ins Grünspan, ne, und hat einen dunkelhäutigen Gegner. Und was ist das Erste, was der zu dem sagt? Rap am Mittwoch, Faust oder Ficker, warum bekomme ich hier immer nur den Nigger? Hä? Auch nicht entschuldigt. Bei mir hat sich so Mundschuh wenigstens noch entschuldigt. Hast du einfach so stehen lassen. Ne? Ist auch keine Punchline, Alter. Hä? Warum bekomme ich immer nur die Nigger? Ich habe das gehört und ich habe mir gedacht, immer nur? Er hat doch davor nur gegen mich gebettelt, Alter. Meinst du jetzt mich? Ist ja bitter. Aber bin ich in deinen Augen ein Nigger? Hast du schon mal gesagt? Sag doch nochmal. Du kannst doch einfach nur nicken. Bin ich ein Nigger? Dicker, erst sagst du, dann sagst du nicht, du bist genauso kredibil wie ein Business-Blogger. Ich glaube, du liebst jedes Eis von Langnese. Bis auf den Nogger. Ja, die haben sich verschrieben, hä? Ja, ja. Leute fragen sich zu Recht, woher kommt bei ihm dieser schwarze, feindliche Fremdenhass? Deine Frau wurde in Zentralafrika zerfetzt, du Spast. Fragst du dich nie, wo er die ganzen exotischen Rezepte hat? Dicker, fahr noch einmal diese Negerkuss-Schokoschiene und ich kontaktiere per Telefonfamilie im Kongo, wo die Frauenrechte am Boden liegen. Und nachdem die dafür deine halbtote Miete, eine Monatsmiete plus 2 Auberginen und 3 Melonen bieten, geht's für deine Kokobiene mit dem Mofa Easy dahin, wo schwarze, gefrustete Männer ihren zu geringen Lohn verdienen. Und dann kann die Pimmel saugen in der Mittagspause in der Klokabine einer Kobaltmine. Der ist nur sauer, weil seine Frau auf mich steht. Die kam in mein Wohnzimmer gelaufen und meinte, Zinnig, ich liebe dich. Ich meinte, von wegen. Wenn du noch einmal so in Windes, eile auf mich zu, stürmst, hagelst, richtig. Und dann ist nichts mehr mit Regen. Und sie meint, so laberst du jetzt irgendwie von Dreckscheiß Wetter? Ich sag, halt die Fresse, Fotze. Warum so frech sein, netter? Und ich setz die übelst fette Henne auf ein Bügelbrett und finger die wie ein übermotivierter Westside-Rapper. Und sie meint so, ich will aber keine Kinder. Sex nur mit Kondom. Ich will weder Tochter noch Sohn. Safer Sex sei besser. Und inspiriert vom guten Chris Brown und Kuchen TV kriegt die Hure mit Faust direkt zwei Bretter. Inspiriert vom guten Chris Brown und Kuchen TV kriegt die Hure mit Faust direkt zwei Bretter. Dann kriegt die gerade noch so mit, mich eine Ladung Samen bei der Alten in die Spalte zurecht rein, Schepper. Und obwohl ich weiß, ein Kind passt nicht in ihre Vision, meine Kinder abtreiben ist keine Option. Wisst ihr warum? Black Lives Matter. Der Rap am Mittwoch, Menderes, wird a cappella fies missbraucht. Und dein dümmlicher Gesichtsausdruck ist gerade pures Comedy-Goldmann. Hamburg, ich schwör's euch, der Hurensohn fragt sich gerade, warum der Nigger so gut Deutsch kann. Nee, mach, zieh durch. Ey, yo, die Runde war auf jeden Fall für den Arsch wie Lottoscheine. Aubergine, Monatsmiete, 10 Jahre Battle Rap und Zinnig macht mal Doppelreime. Respekt. Ey, Zinnig. Battle Raps Goat hat innerhalb von einem Jahr bei jedem Rapper und auch beim Publikum verkackt. Denn du hast dich mit deinen Aussagen abseits deiner Battles zum größten Hurensohn gemacht. Du stellst dich über alles und jeden, weit weg vom Beckenrand, nimmst den Mund über jeden so voll, obwohl jeder weiß, dass du deine Worte nicht becken kannst. Du sagst also, du hast die größten Eier, weil du das erste Mal, wo du bei Ram warst, direkt auf die Bühne gegangen bist. Oder weil du Mikesh bei Dilteli gebettelt hast, du Hanswurst. Ey, das sind Dinge, die schon jeder andere vor dir getan hat. Wenn du so große Eier hast, dann battle mal Finch in Ostdeutschland oder Mars B in Frankfurt. Guck mal, bei meinem Mikesh-Battle ist ein Typ während meiner Runde tot umgefallen. Danach booten die mich aus, denn denen waren meine Bars zu krass. In Leipzig stand ein 3 Meter Glatzkopf, der nonstop brüllte, Finch, fick dich und ich hack dir deine Arme ab. Weißt, was ich gemacht hab? Ich hab einfach meine Parts gebracht und nicht weiter drüber nachgedacht. Aber Cynic hier gibt seine Battles auf, wenn sich ein Kollege während seiner Runde mal eine Sekunde an der Nase kratzt. Ey!
Und apropos Alpha Royale, das war im Endeffekt ein Trauerspiel, mehr nicht. Und darüber, dass ich im Halbfinale gegen Maidi rausgeflogen bin, hast du dich noch mehr aufgeregt als ich. Ey, man muss auch Jönne können. Ich hab mich auch als Sieger gesehen, aber sauer macht mich sowas nicht. Und deine Niederlage war doch dein größter Erfolg. Denn durch das Fass, das du dann öffnen konntest, wurdest du erst tausendfach geklickt. Aber um deine Battles zu bewerten, reicht eine einfache Faustregel. Entweder du warst sowieso klar besser oder es gibt eine verständliche Ausrede. Ey, denn du denkst echt, du bist der König hier im Biss. Du bist der Vater, alle anderen, deine Söhne und sonst nichts. Aber wenn ihr Cynic bucht, habt ihr kein Kaviar, sondern maximal einen Döner auf dem Tisch. Denn Junge, du bist wie deine High Heels. Denn du machst dich größer, als du bist. Ey, selbst für deine Schrottsongs gab es eine Erklärung. Kollege hätte dich unter Zwang dazu gebracht. Ey, das zeigt mir nur, wie viel Angst du vor Gewalt hast, Zinnig. Von einmal aufs Maul kriegen stirbt man nicht, aber es festigt deinen Charakter und härtet dich noch ab. Aber die Typen, die immer sagen, was sie hätten, könnten oder würden, man, das sind die größten Wannabes. Und ich wette, du kriegst für deine Art irgendwann noch auf die Fresse, genau wie Olli Pocher von Fat Comedy. Guck mal, bei mir hat sich seit 2 Jahren hier was verändert. Und mein Tipp, das solltest du auch mal probieren. Denn die größten Gewinner erkennst du, wenn sie auch mal verlieren. Ey, und manchmal fühlt sich an, als würde man einfach blind durch Scheiße schwimmen. Aber Selbstsympathie ist am Ende des Tages zweitrangig, wenn einfach deine Leistung stimmt. Guck mal, von mir aus bist du auch heute wieder der Sieger. Ich meine, hier geht's ja auch im Endeffekt um gar nichts. Aber ich wette meine Eier drauf. Nur wenn du dich am Ende als Gewinner fühlst, bin ich dir noch sympathisch. Ey, Jarambo steht für respektlos sein Vater. Mann, ich hatte hier schon mit die ekligsten Bars. Aber für mich gab's immer schon ein Battle auf der Bühne und ein Leben privat. Und weil ich das unterscheiden kann, komm ich in der Szene mit fast jedem auch klar. Und da unterscheiden wir uns. Denn wir sind die Jungs von den Bolzplätzen und ihr seid die Jungs von den Golfplätzen. Aber Hand aufs Herz, ich mochte viel lieber den voll frechen Zinnig mit der Holzkette. Denn damals hat sich battletechnisch Zinnig immer gelohnt. Von deinen ersten Freestyles bei Ram bis hin zum Taggy Rematch mit den ganzen Imitationen. Und Real Talk, das Imitieren von anderen ist ohne Frage eine Waffe, die dieser haarige Affe seit Jahren gut machte. Mal gucken, ob du das jetzt errätst. Ich hoffe, es ist kein Schlag in den Nacken. Ey, das ist nicht Darth Vader, das ist Cynic bei einer Panikattacke. Hast ja von gequatscht, was du damit für Probleme hast. Kennst du das? Dein Herzschlag rast, Hände werden schwer wie Ziegelsteine, alles dreht sich, du solltest besser noch was liegen bleiben. Das Blut in den Adern gefriert zu Eis, trotzdem wird dir tierisch heiß. Kühler Schweiß auf der Stirn, du kneifst die Augen zusammen, dein ganzer Körper vibriert zurzeit. Tick, tack, tick. Ein innerer Sekundenzeiger schlägt Schritt für Schritt im Kreis. Was ne miese Scheiße. Du sagst, du hast bei Panikattacken 3 Tage keine Kraft, duschen zu gehen? Anscheinend hat sie diese Woche wieder eine. Mann, du kleiner Spast, sitzt abends alleine wach und fühlt sich wie in Einzelhaft. Die Dämonen, mit denen du zu kämpfen hast, machen dein Schlafzimmer zu einer Geisterstadt. Gedanken, ob du die nächste Show dann live verkackst oder stich dich wegen deiner Lines irgendwann mal einer ab. Das ist kein Burnout, Zinnig, das ist Karma. Wenn man sich über Jahre alle Menschen auf seinem Weg zu Feinden macht. Time, du Spast. Ja, du redest über meine Panikattacken. Das ist sehr privat, interessiert auch jede Sau. Ich würde auch gern was über dein Privatleben sagen, aber das hast du mir ja nicht erlaubt. Ne? So, und du stehst hier vor mir und bist doch geil am Rappen und wirkst so, als wärst du high. Ich kann nur eins sagen, Dicker, die Tabletten sind dabei. So, dein Atem riecht nach Scheißköfte. Leute über 30, die dich sehen, denken sich, irgendwie kommt dir mir bekannt vor, Alter. Stimmt, Alter, Gameboy, Super Mario, diese Steinköpfe. Dicker, du bist hart hässlich. Crazy hässlich. Ne? Und asozial. Und mittellos. Und ein bisschen doof. Und dazu sieht deine Fresse aus wie Dreck. Und er denkt sich so, das weiß ich ja alles selber, aber dafür habe ich das Herz am rechten Fleck. Ne? Für dich wäre es ein Kompliment, wenn man dir sagt, du siehst wie jeder aus. Digga, du bist halb Kleiderhaken, halb Fledermaus. Kein Mensch, den ich kenne, sieht durchlebter aus. Du hast so viele Furchen im Gesicht. Wenn du einmal lachst, siehst du aus wie ein chinesischer Faltenhund. Mit Panik. Wenn du lächelst, siehst du gar nichts.
Deine ganzen Falten machen zwar keine Gang-Signs, aber du bist trotzdem OG. Erst seitdem du WhatsApp benutzt, gibt es den Kotz-Emoji. Und wenn der mit seinen Kollegen zu Hause Charade spielt, also Activity, Pantomime, da kommt gar nichts ran. Dicker allerhand. Da heißt es so, okay, als nächstes ist der Alex dran. Er steht so auf, macht sich ready und seine Kollegen sind so, Hartz IV, Crack, Heroin, Hooligan, AIDS, kranker Mann. Und er so, ich hab doch noch gar nicht angefangen. Jarambo, er sagt selber, Jarambo, ich box auf Frauen. Ja, um zu ficken, bleibt uns anderes übrig, du Horrorclown. Und wenn mal irgendwann so ein verwirrter Mülleimer dich gut findet und du willst dich irgendwie abchecken oder ansprechen, egal was du machst, ne, auf gar keinen Fall anlächeln. Dicker, du hast so ekelhaftes Zahnfleisch, knallgelbe Zähne, 60-40 das Verhältnis. Schön ist echt nicht, aber bei dem Galatasaray-Fan bleibst du im Gedächtnis. Dicker, deine pennerhafte Wichsfresse ist ekelhaft. Seine Kollegen weisen ihn darauf hin, wenn er mal nichts zwischen den Zähnen hat. Dicker, und deine scheiß Nase sieht aus wie ein Pfeil nach unten. Könnt ihr auch sehen, wenn er sich so ein bisschen hier hindreht. Ist aber auch praktisch, wenn er ein Selfie in die Story postet, weiß jeder automatisch, wo es zum Link geht. Ne? Dicker, Leute, die aussehen wie du, gehen mit ihrer 12-jährigen Nichte auf ein Bier raus. Meinst du, weil in Paris Trikot anders und die Haare nach hinten geht, siehst du nicht mehr nach Hartz IV aus? Hä? Ey, Leute fragen zu Recht, wie kann so eine Fresse entstehen, die aussieht, als hätte man sich schon sehr früh Wolle genommen. Ich sage euch, wie der entstanden ist, Hamburg. Jetzt wird Knowledge gedroppt. Sein Vater, Real Talk, Alkoholiker. Der war lange nicht mehr trocken, der Schmock. Sein Vater hat deine Mutter damals dolle geboxt. Dein Vater wollte dich nicht. Und hat sich beim Reinhalten in das tropfende Loch komplett verzockt. Der dann in den Mund gewichst mit seinem schmottrigen Cock. Und um sich zu rächen, hat sich die Olle aus Trotz der Sperma dann selber in die Fotze gerotzt. Ja, ja, das ist geil. Das ist geil. Und weißt du, was sie dann gemacht haben? Schnick, schnack, schnuck. Ja, darum wir ihn behalten muss. Ja, ey, Schnick, schnack, schnuck ist ein geiles Spiel. Sie so Schere, er so Stein. Sie so Nein! Seitdem ist sie alleinerziehend. Ey, seid mal jetzt alle ruhig. Bei dir zu Hause in der Messi-Wohnung sind alle nur am Rumliegen. Bei dir zu Hause beschweren sich die Mäuse, bei den Ratten über die Frucht fliegen. Der hat bestimmt so eine Familie, die man im Urlaub nicht in seinem Hotel haben will. Garantiert. Sohn trinkt einen Helm, fette Tochter, die die Slush-Maschine penetriert. Er kommt rein im Unterhemd, hier so Family und hier so die Geburtsdaten seiner Missgeburten auf den Sonnenbrand tätowiert. Oakley-Brille von 2004, auf seiner Hakennase, 40 Grad im Schatten, aber die Frau mit Leggings und Schabuslatschen. Nancy, Dustin, aufpassen! Wir haben All You Can Eat! Buffett, das heißt, ihr könnt euch so viel es geht draufpacken. Und was übrig bleibt, das kommt bei Mama in eine Bauchtasche. Ja, und die Mama hat nicht mal eine Bauchtasche. Wenn ich deiner fetten Frau Leberwurst auf die Finger schmiere, fängt sie mit Mitte 30 wieder an mit dem Daumenlutschen. Die wundert sich sowieso, warum im Sommer die Tops immer runter bis zu ihrer Plauze rutschen. Die ist selber schuld, die ist ja immer hier so am Beißen. Ich meine, wenn man doof ist, ist ja schwer zu begreifen, aber wie oft soll man der fetten Sau noch erklären, dass die Dinger einfach nur so Spaghetti-Träger heißen? Guck mal, Hamburg, ich schwör's euch, Monsterkulissen, guck mal, ich sag euch, ich bin da voll stolz drauf, ne? In ein paar Wochen bin ich einfach auf dem Hookup-Festival vor 15.000 Menschen und moderiere da die Mainstage, ne? Anormal. Anormal. Und ich sag da einfach Luciano, Raff und Bones an, ne? Und hoffentlich fängt Liz danach im Backstage noch hart an zu spitten. In ein paar Wochen geht der mit seinen Kollegen in der Straßenbahn ein paar Schritte. Alle haben so dasselbe Outfit an. Er ist so, Jarambo, wir sind die übelsten Schafs. Wir haben keine Scham, deine Mom wegzuficken. Und sein Kollege ist so, Alex, wir müssen arbeiten. Okay, morgen einmal die Fahrkarten, bitte. Time. Ey, die Veranstaltung heute heißt Top-Tier Bloodsport. Bloodsport, ey Leute, was geht eigentlich in eurem Kopf verkehrt? Ich meine, Bloodsport und ihr stellt ins Main-Match so eine Garnele, die höchstens mal in einem Selbstverteidigungskurs war, wie man sich gegen Mobbing wehrt? Ohne Scheiß, Cynic, wenn ich dich kille, gebe ich dir eine Backpfeife mit meinem Pimmel und du krabbelst über die Bühne und suchst deine Brille. Also verzieh dich, du Spaß. Bloodsport, ey, das ist fast so paradox, wie dass du Lauch in deinen Streams Werbung für Proteinnahrung machst. Ey,
Aber in Sachen Cash verdienen, Mann, da kennt der Säme keine Grenze. Aber hast dich mal gesehen, Digga, du bist so dünn. Wenn man deine Beine sieht, denkt man, du hast drei Schwänze. Also was für Gannikus, Protein, Vitamin, Omega. Ey, dich kann man doch mit Geld locken. Real wäre, du ziehst dein T-Shirt aus und gehst bei Brot für die Welt modeln. Ey, jeder abgemagerte Auschwitz-Häftling wäre dir überlegen im Fight und hätte dieses eher N-Code-ähnliche Wesen zerfleischt. Ey Junge, wenn du dich im Auto angeschnallt hast, war das für dich schon wie eine Trainingseinheit. Du Waschlappen, ey, selbst beim Wegbringen von einer Tüte voll Pfandflaschen musst deine Freundin mit anfassen. Es wäre besser für deine Form, wenn du ein bisschen mehr Curryreis isst. Deine Haare sehen aus, als nimmst du bei deiner Burger King Schicht verbrannte Curly Fries mit. Und wenn du einmal am Tag scheißen gehst, verlierst du die Hälfte deines Körpergewichts. Ey, du hattest safe früher einen Bollerwagen zum Transportieren deines Tape-Decks, denn auf der Handelbank drückst du Lauch öfter die Null als bei Base-Chat. Bloodsport, ich wünsch mir manchmal wirklich, dass hier wäre kein Rap-Battle, sondern Kampfsport und wir klären das. Und dann gäb's heute wieder mal einen toten Battle-Rapper wie Pat Stay, wenn er Faxen mit The Game macht. Junge, das Einzige, was an dir was wiegt, ist dein Portemonnaie, denn du hast schon immer deinen Arsch verkauft. Handelst trotz schlechtester Leistungen die dicksten Gagen aus, egal ob RTL 2 oder TV Straßensound. Man, so ein geldgeiler, ekelhafter Gnom. Man, deine Leistung ist der kostenlose Probemonat und dein Ego schreit von oben, für alle Features kaufen sie die Premium-Version. Ey, Geld macht Menschen wie dich zu einem Hurensohn. Du hast eine Frau, doch musst dir täglich einen runterholen. Wenn du für 3 Monate auf Comedy-Tour gehst, sagt sie, ach, spiel ruhig noch ein paar Zusatzshows. Denn die liebt dich nicht von Herzen. Nein, die sieht einfach nur den C-Promi in der A-Klasse. Glaub mir, Frauen stehen nicht auf einen 2-Meter-Mann mit dem Gewicht einer Arschbacke. Die weiß einfach, im Moment läuft bei dir und du machst hart Patte. Die guckt dein Battle gegen RV und denkt sich, mein Löwe, mein Bär, meine Sparkasse. Ey, heute reich? Früher waren Geldprobleme deine Schwäche und du hast laut eigener Aussage deine eigene Familie ausgenommen wie Weihnachtsgänse. Guck mal, ich hab mit 14 das erste Mal den Läufer gemacht und das Geld anonym in Briefkasten gelegt, um meine Mom mit der Miete zu unterstützen. Du hast mit über 20 Jahren deiner Mutter Geld aus dem Sparschwein geklaut und das nur, um in der Spielothek zu sitzen und dort 100 Mal auf Risiko zu drücken. Ey, Mamas sind unser Heiligstes. Das hat dieses Arschloch vergessen. Die einzigen Frauen, die uns immer liebten und für uns jahrelang kämpften und jede gute Tat bezahlen mit einem Lächeln. Aber du bist so ein undankbarer Hund. Selbst wird deine Mutter irgendwann von ihrem Darmkrebs zerfressen, würdest du sie beklauen und dir am Tisch denken, Hauptsache kein Haar mehr im Essen. Aber fuck it. Cynic ist der Größte, Cynic ist der Krasseste und damit beende ich den Part und zum Abschluss bedanke ich mich auch noch, denn du alleine hast mich zu 50% zum Rap am Mittwoch Menderes gemacht. Ey, und der Rap am Mittwoch Menderes? Nein, der Rap am Mittwoch Menderes wurde Battle Rap Champion. Der Rap am Mittwoch Menderes bekam auf einmal Respekt von den Menschen. Bitch, der Rap am Mittwoch Menderes ist 9 Jahre später Rap Battle Legende und jetzt verpiss dich und geh endlich in Rente. Time. Habe ich gerade richtig gehört, hat er gesagt, Mütter sind unser Heiligstes. Digga, die Punchlines Nummer 1. Mütter sind unser Heiligstes, sagt der König der Mutterleins. Verstehe ich nicht. Zitat Jarambo, Bong Taggy ist besoffen auf dem Zeltplatz, auf dem Festival, halbnackt eingenickt. Und er hatte Glück. Denn wäre das vor ein paar Jahren auf Klassenfahrt passiert, da hätte ich den beschnitten und in den Arsch gefickt. Ja, aber irgendwas passt da nicht. Warum willst du denn Bong Taggy beschneiden? Oder woher weißt du, ob der nicht schon beschnitten ist? Geht es dir da um Anerkennung in der jüdischen oder muslimischen Szene? Oder ist das eher so ein Ding von Hygiene? Ich meine, sagt er, will Bong Taggy in den Arsch ficken und ein paar Monate später wird er wegen homophoben Lines ausgebuht. Ich meine, ich fand die Lines gar nicht schlimm, ich fand die eher gut. Ich habe das gegen Mikesh ja auch versucht. Der Unterschied ist nur, was du dann wirklich ernsthaft gesagt hast in deinen Interviews. Dicker, du bist so ein grenzdebiler Zonk. Auf die Frage, was es bei ihm mit dem angeblichen schwulen Hass auf sich hat,
antwortet der geistig eingeschränkte Honk prompt: Herr Schwulsein, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man dazu kommt. Wie man dazu kommt. Ihr müsst einmal kurz weghören, weil es auch ein bisschen peinlich. Alex, kann das sein, dass du denkst, dass man sich das aussuchen kann? Hä? Wie man dazu kommt? Ich frag dich da auch nicht, wie du dazu kommst, dass dein Hirn so groß ist wie ein Korn oder dass dein Zinken aussieht wie ein Horn. Dicker, du wurdest so geboren. Was denkst du denn, wie das mit dem Schwulwerden vor sich geht? Wachst du so morgens auf, bist du so hetero, so morgen, guckst du verträumt in den Himmel, ist so, bist du ein Regenbogen? Wachst du so morgens auf, hetero, bist du, guckst du verträumt in den Himmel, sagst du, ist das ein Regenbogen? Ah, ich glaube, ab heute lutsch ich Pimmel. Du sagst einfach unironisch. Unironisch sagt der in seinem Interview, Homosexualität ist halt was, wenn die Leute ehrlich sind, ist halt so, das ist halt nicht normal, ne? Und nicht so vorgesehen. Ist nicht normal, ja? Hast du schon mal eine Frau in den Arsch gefickt? Ja? Ist das normal? Ja? Ja? Nicht so vorgesehen. Von wem? Bist du gläubig? Hä? Aber wenn zwei gut aussehende Männer, die auf Schwänze stehen, sich gegenseitig hämmern, dann ist das nicht normal? Ich lass das so mal stehen. Aber wenn du Crackfresse, ne, dich mit einem Trümmerhaufen von Muschi zweimal vermehrst, dann ist das so vorgesehen? Hä? Ich hasse sowas. Das ist nicht so vorgesehen. Und als Begründung, warum der ja gar nichts gegen Schwule haben kann, sagt der, Dicker, ich werde es nie vergessen, sagt er, ich habe ja nichts gegen Schwule. Ich habe ja in der Schule auch neben einem gesessen. Ja klar. Also weil du mal öfter neben einem warst, kannst du die jetzt nicht hassen? Die Logik verstehe ich echt nicht, Mann. Digga, weißt du, wie oft ich schon neben Bong Taggy stand? Hey, guck mal, ne? Und Jaramo macht gerne einen auf Kinderficker, ne? Kleine Töchter hier, kleine Kinder da. Ultraschallbilder, Beste. Hat er gesagt, Ultraschallbilder Beste. Dann sehe ich irgendwann ein Interview von dem, wo er sagt, dass er selber Kinder hat. Und auf einmal wird die Meinung gewechselt. Da sagt er, ich will keine Lines mehr gegen Kinder, weil meine Kinder, die können noch nicht reden und die können noch nicht laufen. Die können sich also nicht wehren. Das ist echt zu krass. Ja, aber das ist doch nicht mein Problem, Alter. Die können nicht laufen und nicht reden. Dicke, die sind 6 und 8. Auf einmal kommt er mit Absprachen. An die soll ich mich besser halten, weil sonst gibt's Ärger, ne? Ja, ich soll mich an Absprachen halten, weil sonst gibt's Ärger. Ja klar, ne? Erwähnen meine Kinder nicht. Nein, du Spast. Ich weiß nicht mehr zu 100%, ob du keins, 1, 2 oder 3 jetzt hast. Aber wenn du ein Kind hast, dann ist in 20 Jahren Zusammentreffen unserer Kinder eh nicht zu vermeiden, Mann. So nach dem Motto, ey, krass, ich sehe dich jeden Tag hier vorbeigehen, krank. Dein Papa ist Cynic, oder? Mein Papa ist Jumbo, dicker, nicer Stuff. Ich wollte dich eh die ganze Zeit schon mal fragen, ob du ein bisschen Kleingeld hast. Guck mal, ich sag euch was, ne? Der kann reden, was der will, der Mongo, aber wenn in 20 Jahren sich die Frage gestellt wird über die größten Namen aller Zeiten im Battle Rap, fragt man sich auf der einen Seite, kommt Jarambo da überhaupt mit Ach und Krach in die Top 10 rein? Und auf der anderen Seite fragst du dich, Platz 1 geht nur Cynic oder Gregpipe? Dicker, ich bin Battle Raps Conor McGregor, ich bin seit 10 Jahren maximal relevant, ne? Mein Name steht über dem ganzen Scheiß. Ich habe oft kassiert, öfter verteilt. Nimm den und alle anderen Battle Rapper zusammen und nimm deren Relevanz mal 2 oder 3. Dicker, vor ein paar Monaten warst du bei Top Tier Takeover als größter Name auf dem Flyer. Ich habe nachgefragt, wie viele Leute da waren, ne? Das waren 217 Leute. Guck mal heute. Ne? Ne? Und du hast selber gesagt, auf einmal wollten voll viele Leute mit zu deinen Battles kommen, ne? An wem liegt das, Alter? Ne? Und du bist auch crazy stolz. Aber ich sag dir was, Alex, ne? Ich krieg die Halle auch gegen Native voll. Ne? So. Letzte Line. Und wenn du und deine ganzen gleichgesinnten Eierkopfkollegen, ne, wenn die dich später fragen, ne, warum musstest du als Alpha Alma mit krasser Kette und Body und so einem zugehackten Armen und ne, hier dein Boxerschnitt, ne, hinten,
und diese dünne, braune, eloquente Brillenschlange vorne stehen, dann kannst du denen sagen, das war so nicht vorgesehen. Time. Hamburg, was für ein geiles Match. Mach doch mal richtig Lärm für Jarambo und Sammy. Dieses Match ist unjudged. Man hat in der Stimmung gemerkt, dass es einfach ein geiles Ding war. Bildet euch selbst eure Meinung, feiert einfach das Ding. Ey, Jarambo hat mir vorhin schon verraten, er hat Matches sicher, davon darf ich nichts verraten, weder wann die sind noch gegen wen. Folgt ihm und allen Battle Rap Plattformen bei Instagram, damit ihr mitkriegt, wann und wo er battelt. Weil bei ihm ist immer Leistung garantiert. Geht dahin, wo er battelt, checkt Cynic Sachen ab, er geht auf Comedy Tour, holt euch die Tickets. Es kann nur geil werden nach dem, was ich heute Abend hier gehört habe. Ich hoffe, dass wir ihn auch irgendwann wieder an einem Battle sehen. Vielleicht gegen Native, aber vielleicht auch ein interessanteres Match. Aber ich hoffe, dass wir hier, egal was passiert, beim nächsten Mal in Hamburg die Halle genauso wieder zum Beben bringen. Macht mal Lärm für den Abend! Und natürlich gebe ich das Wort nochmal an Cynic und Jarambo. Okay, ich will auf jeden Fall was sagen. Ey, erstmal danke, dass alle da sind, weil das Ding ist, Top the Takeover hat auch so eine kleine Durchstrecke hinter sich und diese Kulisse hier oben voll, unten voll, übergeil, hat über Bock gemacht auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, hier stehen wirklich einfach zwei Familienväter, die heute wahrscheinlich noch morgens Windeln gewechselt haben. Ne? Und die sich einfach aufs Übelste beleidigen. Deswegen gibt auch mal ein bisschen Respekt für die Familienväter heute Abend hier. Jarambo, abschließende Worte. Ja, ey, ich war vor 8 Jahren schon mal hier. Da lief es nicht ganz so gut. Vielleicht war der ein oder andere dabei, aber ich bin heute wieder hier. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass die Hallen wieder voll sind. Bis zum nächsten Mal, Hamburg. Dankeschön, Cynic. Danke, dass du immer supportest. Danke für dein Match hier heute. Macht noch mal Lärm für alle MCs, die sich getraut haben, die geschrieben haben, die gelernt haben, die hier heute performt haben. Top the Takeover, wir haben das Main Match gesehen, Cynic gegen Jarambo. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Cynic, bei dir ist es jetzt echt schon lange her, dass du bei uns auf der Bühne warst. Wie war es für dich nach so langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen? Krass, auf jeden Fall. Nicht mehr gewohnt sowas, so eine Arena. Zumindest mit Bühne, bei Dilti war ja noch schlimmer auf jeden Fall. Das Ding ist halt, du kommst halt irgendwie raus, letztes Mal war irgendwie vor 4 Jahren oder was, als volles Haus war beim Alpha Royal da. Und was aber gut war, was ich gut fand, ist, dass ich zum Glück letztes Mal bei euch beim Freestyle noch so eingesprungen bin, dass ich mal wieder so ein Gefühl ungefähr für Bühne und Crowd haben konnte, obwohl es halt ja doppelt so voll war. Aber es war schön und hat mir vorher jemand das gesagt, dass es so läuft, hätte ich sofort unterschrieben auf jeden Fall. Also war dein Einspringen am 7.4. durchdacht oder hattest du dir da im Vorfeld keine Gedanken drüber gemacht? Ich habe mir im Vorfeld, habe ich auch meinen Kollegen gesagt, meinst du, ich wäre gern dabei, aber ich dachte so, na okay, da war das Teilnehmer fehlt voll und dann, wie der Zufall so wollte, ist einer ausgefallen, dachte ich mir so, okay, krass, jetzt, ja okay, dann bin ich jetzt dabei. So, ja, ich hätte schon Bock gehabt. Okay, nice. Jarambo, bei dir war es ja nicht so lange her, du hast ja zuletzt im Dezember gebattelt in Münster bei uns auf der Bühne. Diesmal ist dein Gegner erschienen, war das besser? Ja, auf jeden Fall war volle Hütte, ne? Letztes Mal nicht so, aber das Publikum hat auch Bock. Ne? Ich war mir unsicher, wie gesagt, auch nach dem letzten Mal, so was geht ab, haben die Bock, sind die, keine Ahnung, Touristen hier oder was auch immer, aber ich bin ziemlich spät heute reingekommen und man hat sofort schon gehört, auch bei Davy gegen Heiding, ne? Publikum hat Bock, die sind am Start und das hat man bei uns auch gemerkt, deswegen hat es richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, weil wir das Main Match ja ziemlich weit am Schluss hatten, dass die Crowd irgendwie eingeschlafen ist. Dann aber war nicht so, oder habt ihr das wahrgenommen? Nee, ist eh bei vielen Battle Rap Events so, dass wenn ein krasses Main Match ist oder zwei krasse Matches am Ende sind, dass die Leute sich so die Kraft ein bisschen aufsparen, die gehen so ein bisschen raus, machen so ein bisschen Raucherpause. Die ersten zwei Battles muss man nicht unbedingt sehen, am Ende ist halt voll und heute war die volle Aufmerksamkeit da. Heiding Davy habe ich gar nicht mitbekommen, aber wenn er sagt, da war die Stimme auch geil. Ich habe vorher ein paar Reactions von Virus gesehen, da dachte ich mir, okay, die sind auf jeden Fall da und die haben auf jeden Fall ein bisschen Ahnung, sind halt keine Touristen, deswegen war schon nice. Ja, wie hast du die Crowd empfunden? Gut, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen gepokert, so mit der zweiten. Ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, dass die einfach nicht hier so ins Top-Tier-Publikum gehört. Ich wusste es nicht, ich wollte sie auf jeden Fall so bringen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass ich damit so ein bisschen diesen Hype aus der ersten Runde von uns beiden in der Runde so ein bisschen runtergefahren habe. Also da haben die viel zugehört und irgendwie ja, ist es einfach nicht so durchgekommen,
wie ich es erhofft habe. So, und deswegen denke ich, ab da hat es zumindest auf meiner Seite ein bisschen abgebaut heute. Aber ja, ich bin zufrieden. Also hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine Steigerung zu Münster, wa? Ja, aber in Münster konntest du ja auch zufrieden mit deiner Leistung auf jeden Fall sein. Bist du heute auch zufrieden? Darum geht's nicht. Es geht darum, so, du kannst die geilste Leistung machen, wenn du 30 Leute dein Publikum, oder okay, er hat gesagt 270 sogar da stehen hast und die keinen Ton von sich geben, dann kann ich mir dieses Battle nicht angucken. Egal, was das für eine Leistung ist. Deswegen, ich bin an sich zufrieden. Ich habe schon gemerkt, ich hätte die zweite Runde anders wählen sollen. Vielleicht mit der dritten tauschen oder was auch immer. Vielleicht gar nicht so battlen hier. Wir wollten eigentlich ein reines Punchline-Battle. Er hat es gemacht, ich habe es nicht ganz so gemacht. Und ja, deswegen denke ich, damit habe ich mir selber so ein bisschen was versaut in der zweiten. Aber ansonsten war alles top. Ja. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ich bin zufrieden insofern, als dass ein paar Jubler kamen, womit ich nicht gerechnet habe. Und bei mir war natürlich, also Main Focus war einfach nur so, vergiss nichts. Also bring den Text durch und nach zwei Runden dachte ich mir so, okay, wie fängt nochmal die dritte an? Okay, so und so. Und dann so Hälfte der dritte dachte ich mir so, okay, geil. Ich habe mir das erst alles merken können. Und wie gesagt, es kamen ein paar Reactions, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Ich musste einmal so, konnte ich nochmal wiederholen. Es war, hat sich nice angefühlt auf jeden Fall und die Zeit ist irgendwie verflogen. Und ich muss auch nochmal sagen, was auch Leute vielleicht nicht wissen, die das Video hier geguckt haben, der Kollege hat ja einfach vor 3-4 Wochen wirklich ein unfassbares Battle abgeliefert, einfach bei Diltily. Das habe ich gesehen, also 3x8 Minuten Feuer, mit also durchgebombt und ich dachte mir so, okay, das kann der unmöglich noch ein zweites Mal machen innerhalb von 3 Wochen und dann dazu noch mit Mikrofon und auf einer Bühne und darauf habe ich so ein bisschen gehofft und ich habe auch zum Glück Glück gehabt, also dass also im Kreis hier im Spektakulum wäre ich gegen den, glaube ich, auch untergegangen, weil das war wirklich, das war, glaube ich, mit das Krasseste, was du jemals gemacht hast. Das war unfassbar. Ja, das war wirklich krank. Das ist krass, weil ich sag dir ehrlich, ne, wo ich beide Texte fertig hatte, habe ich gedacht, dass inhaltlich dieses Battle stärker ist. Ja, also ich muss auch sagen, Düsseldorf war ein dankbares Publikum auch, also übertrieben war es da, da hat alles funktioniert, ich habe einfach hier, ich weiß nicht, so dieses Mikrofon behindert mich etwas, ja, ich fühle mich einfach ohne Mikrofon so ein bisschen freier in der Delivery auch, ist schon immer so gewesen und ich weiß es nicht, aber ich habe vorher tatsächlich gedacht, dass dieses Battle vom Text her krasser ist als das Craze Battle, ja. Okay, also ich fand dein Battle gegen Craze auch textlich stärker heute. Nee, sorry. Ich fand dein Battle gegen Craze auch stärker inhaltlich, aber vielleicht auch wegen der Crowd und dem PPV als heute. Aber heute war auf jeden Fall auch eine krasse Leistung. Dafür Props nochmal. Sinning, gehst du jetzt in Battle-Rap-Rente? Ich gehe auf gar keinen Fall in Battle-Rap-Rente. Also ich habe wirklich vor, irgendwann so ein 50er Hurensohn zu sein, der da immer noch, obwohl der jugendliche Kinder hat, immer noch oben steht und die Leute sagen, ja okay, aber jetzt ist Midlife, dass sie dann keine Midlife-Crisis-Bars mehr bringen können, weil ich ja schon drüber bin. Das ist mein Ziel. Okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Du hast jetzt beides erlebt, Kreis oder Bühne. Wo kommt dein Comeback? Kann ich noch nicht sagen, wie er schon so schön gesagt hat, wer am meisten bietet. Okay, dann muss Tierstar aus Thailand zurückkommen, damit wir die Kosten decken können. Ich wollte schon mal ganz kurz sagen, ne, Tierstar ist eine unfassbare Frechheit, dass du einfach das ganze Firmengeld ne, verurlaubst. Ne, wir stehen hier, du bist nicht am Start und Malediven, Thailand, Visum verlängern und heute bist du nicht da. Das ist wirklich ein Scherz. Trittst Battle Rap mit Füßen, also während du am Strand liegst. Willst du dazu auch noch was sagen? Grüße nach Thailand? Ja, auf jeden Fall. Grüße nach Thailand. Lass dir gut gehen, mein Bruder. Das war das Main Match. Sinning gegen Jarambo. Mein Name ist Magda. Seid lieb zueinander.